Am Samstag hieß es in Essen Abschied nehmen. Insgesamt 9 Spieler wurden vor der Partie gegen Sportfreunde Siegen verabschiedet. Ich bin unglaublich traurig. Also ich bin ein Mensch, wenn ich mich wohlfühle, dann, dann ist das Wichtigste für mich. Und dann kann ich das auch jahrelang machen. Dann sind mir die anderen Dinge auch egal. Und ich habe mich hier wohlgefühlt, hatte sicherlich eine schwere Zeit. Habe versucht, da gestärkt wieder rauszukommen. Jetzt im Endeffekt doch sehr traurig. Als du damals von Kleve nach Essen gekommen bist, für dich auch ein großer Schritt gewesen. Dann den Durchbruch geschafft. Was war für dich so die schönste Zeit hier beim Verein? Ja, sicherlich die DFB-Pokalspiele. Der Aufstieg war klasse. Aber ich denke, jedes Spiel ist ein Highlight. Wenn du hier auflaufen darfst und das Emblem auf deiner Brust trägst, dann solltest du stolz sein. Und man freut sich immer aufs Training und auf die Spiele. Und ich denke generell 3,5 Jahre ungefähr geile Zeit. Wärst du gerne geblieben oder sagst du, die letzten 12 Monate haben sich eben so entwickelt, dass man einen neuen Verein sich mal gucken muss? Wie ich gerade auch gesagt habe, ich habe mich hier wohl gefühlt. Ich hatte eine sehr schwere Zeit. Dann gab es einen Wechsel und dann habe ich wieder Hoffnung geschöpft. Und, wenn es nach mir gegangen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich nächstes Jahr auch noch mal essen. Aber ein bisschen die Zeit weggelaufen, der Verein konnte sich nicht klar positionieren und dann musste ich leider die Entscheidung treffen, weil ich wusste halt nicht, wie die Entscheidung im Verein auswirkt. Dann bin ich den sicheren Weg gegangen. Kannst du erstmal beschreiben, was für ein Gefühl war es, dass man jetzt die Hafenstraße verlassen muss? Ja, nach 5 Jahren, glaube ich. Die Zeit war jetzt nicht die perfekteste, ich hatte lange Verletzungen. Aber jedes Spiel war einfach was Besonderes, vor der Kulisse für den Verein zu spielen. Und natürlich macht es mich traurig, wenn ich heute das letzte Spiel hier gemacht habe. Aber ich denke mal, ein Wiedersehen wird es mit Sicherheit schon geben. Ja, es war dann nochmal ein Sieg zum Abschluss. Trotzdem, meinst du, habt die Fans noch ein bisschen zufriedengestellt nach einer insgesamt doch eher enttäuschenden Saison? Definitiv. Jeder Sieg, mit jedem Sieg feiern wir mit den Fans. Und es gibt nichts Schöneres als zu gewinnen. Und vor allen Dingen das letzte Spiel vor der heimischen Kulisse. Hat gepasst heute einfach, ja. Weißt du schon, wie es für dich weitergeht? Momentan noch nicht, nein. Glückwunsch schon mal zu diesem letzten Saisonsieg. Wie ist das Gefühl denn nach dem Abpfiff für dich, mit dem Abgang? Ja, schwierig gewesen, sehr emotional, hat man ja auch auf dem Platz gesehen. Ich habe es versucht zu genießen, die ersten Schritte, die ersten Minuten auf dem Platz. Musste ich mich ein bisschen konzentrieren, mit meinen Emotionen da irgendwie klarzukommen. Ja, ich hatte wunderschöne Jahre hier und vielen Dank an den Trainer, dass er mir nochmal die Chance gegeben hat, mich so zu verabschieden. Also ich bin zufrieden damit und klar, die Zeit, die war hier richtig schön und ich habe schon gesagt, ich komme definitiv als Fan wieder hier und ich habe versucht, mir irgendwie so die Worte oder der Mannschaft noch ein paar Worte mitzugeben, mich einfach zu bedanken, aber ich kann das nicht auf den Punkt bringen, weil das war einfach die mit den Fans, mit den ganzen Erfolgen, die wir hier hatten und das war einfach nur Weltklasse. Standing Ovations gab es, als du ausgewechselt worden bist, wie hast du es wahrgenommen? In dem Moment irgendwie gar nicht, weil du bist irgendwie so perplex, du weißt gar nicht, was jetzt gerade so geschieht und als dann nochmal das Tor passiert ist und die dann auch immer alle auf mich zugekommen sind, also ist natürlich, das sind Worte, die kann man nicht beschreiben und ja, das ist eine kleine Wertschätzung und vielen Dank erstmal. Hättest du als gebürtiger Essener gerne in Essen auch irgendwann deine Karriere beendet? Definitiv. Also von mir aus, ich bin auch 28, von mir aus hätte ich hier einen Rentenvertrag unterschrieben. Also das meine ich auch so wirklich ernst. Es war hier eine Herzensangelegenheit bei mir und ich habe mich versucht, jetzt in den letzten 3-4 Wochen bei jedem zu bedanken für die Unterstützung, bei den Fans, bei den ganzen Mitarbeitern in der Geschäftsstelle, bei den ganzen Betreuern um dem Team herum, weil was die hier leisten und das alles hier auf den Beine stellen, ist ein Wahnsinn, muss man sagen. Und ich habe versucht, irgendwie Danke zu sagen und ich bin immer noch nicht fertig. Neben den ganzen Abschieden wurde allerdings auch Fußball gespielt. Ein lahmes Spiel, das Rot-Weiß Essen durch das Tor von Jerome Profeta für sich entscheiden konnte. Seine sportliche Zukunft ist weiter unklar. So verabschiedete sich RWE nach einer enttäuschenden Saison in die Sommerpause. Revier Sport.
Ehrlich, echt.